So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und es ist total windig irgendwie, die Vögel zwitschern, der gelbe Sack flattert durch die Gegend, da drüben ist ein Geräusch, was ich nicht definieren kann, genau beides. Ich habe heute was vorbereitet und zwar diese Dose Alge. Die hat mir Pupsi irgendwann vor 5 Jahren mal zum Geburtstag geschenkt, so alt bin ich nämlich schon. Jetzt komme ich dazu, die zu testen und ja, das ist ein Erfrischungsgetränk, steht drauf, powered by Knossi x FU. Knossi und FU bringen ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk in der Dose ohne Alkohol mit Limettengeschmack. Jetzt kennt ihr ja vielleicht Knossi. Wir haben doch auch bei Seven vs. Wild geguckt, als der Knossi dabei war. Das war ja ganz lustig. Aber den Alge vom Knossi, diesen Likör, damit konnte ich bis jetzt noch nie irgendwas anfangen. Ich weiß, viele von euch mögen den oder kaufen den einfach nur, weil er halt von Knossi ist. Weil alles, was von Knossi ist, wird gekauft. Ich war noch nie ein Alge-Fan von den Likören. Den einzigen, den ich gut fand, war der Eismint, der blaue. Oder Eisbonbon oder wie auch immer. Alle anderen haben mir zu sehr gebrannt, waren mir zu säuerlich. Nicht nur, weil es halt Limette war, der Original, sondern auch die ganzen anderen Sorten, die gemacht haben. Alles, ein Ding nach dem anderen, komplett, weiß ich nicht. Kann ich leider gar nichts mit anfangen. Wie sieht das jetzt aus bei einer Limetten-Limonade, bei einem Erfrischungsgetränk? Wir haben hier die Dose am Start. Steht auch nichts weiter drauf, was du wissen musst, außer dass es halt von Knossi ist und halt ohne Alkohol und halt ein Erfrischungsgetränk. Deswegen machen wir das mal auf, nehmen wir einen ganz kleinen Hieb zum Testen. Heureka! Das schenke ich jetzt mal hier ins Ernesto-Glas rein, dann sage ich noch was dazu. Oh! Das hat eine leicht grünliche Färbung. Das sieht auf jeden Fall schön aus, weil das ist ja kein Zitronengeschmack. Das ist ja ein Limettengeschmack. Und im Gegensatz zu dem Likör ist das wirklich erfrischend. Ja, säuerlich, aber irgendwie wirkt das halt sehr natürlich, als hätte das eine sehr delikate Fruchtsäure, die da durchkommt. Als würdet ihr frisch gepressten Zitronensaft oder in dem Moment frisch gepressten Limettensaft trinken. Ist nämlich ein bisschen wässrig. Ganz leichte Fruchtnote und ganz leicht die säuerliche Note hinterher mit Kohlensäure versetzt, eisgekühlt. Also wer es ein bisschen säuerlicher mag, wer Limetten-Fan ist, der wird da bestimmt auf seine Kosten kommen, denke ich mal. Ich merke, mein ganzer Mund ist wund, noch von den ganzen Maddox-Soßen gestern. Deswegen greift mich das jetzt besonders an. Aber obwohl es gerade total unangenehm ist, kann ich es von außen betrachten und sagen, dass es eine sehr empfehlenswerte Limetten-Erfrischungsgetränk-Dose ist. Weil es ja wahrscheinlich halt eine Limonade ist. Ihr kennt, es gibt immer Orange und Zitrone. Das ist mal Limette in einer schönen grünen Farbe, in einem schönen Ernesto-Glas. Aus der Dose, also ich habe noch gar keinen Thumbnail, fällt mir gerade ein. Thumbnail. So, das für Thumbnail würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Fort, euer Ramses. Seid ihr Knossi-Fans? Mögt ihr Alge-Likör? Habt ihr dieses Alge-Erfrischungsgetränk schon getestet? Schreibt es mal rein. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Es ist trotzdem noch eiskalt. Es ist trotzdem erfrischend. Es ist gekühlt. Es ist wunderbar. Es ist säuerlich, aber trotzdem, das geht besser als die Likörs. Prost. Ah.